Weiter geht's bei City Skylines Teil 2, liebe Freunde der Stadtbauspiele. Und wir werden heute die ersten Busrouten bauen um unseren zentralen Omnibusbahnhof West. Ich habe ihn auch bereits benannt, hier, oh, Entschuldigung, lieber Hund, hier einzufliegen. Wir gehen einfach mal hier rüber. Wir können ja mal gucken, was es hier so Feines gibt. Ach, guck mal, hier gibt es sogar eine Bank. Oh, magst du nicht vielleicht eher die Tür vorher aufmachen? Wow. Superman. Nochmal. Superman. Ha, ist das cool, ich kann fliegen. So, aber ich wollte eigentlich hier vorne mal hingehen. Hier stehen aber auch eine ganze Menge Leute rum. Das ist echt schön, muss ich wirklich sagen, dass das so gut angenommen wird, das Teil hier. Und das jetzt schon. Kommt kein Zug. Können wir Hallo sagen. Oh, 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 ich stehe auf dem Gleis. 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 Bremst der? Nee, er bremst nicht. Gut. So. Also, wir machen weiter und wir wollen einmal Busse bauen. Bevor wir uns um die Busse kümmern, wollte ich aber noch eine andere Sache machen. Beziehungsweise, ich wollte mal über eure Meinung gerne wissen, ob es Sinn macht, hier, das war ein Vorschlag von euch, von Theresienkirchen, hier einmal ein, wie heißen diese Dinger? Fußweg, genau. Ein Fußweg einfach gerade durchzuziehen. Ich persönlich glaube, das macht hier in Theresienkirchen keinen Sinn. Gucken wir mal da hinten, da sieht es auch halbwegs gut aus. Wir können das Licht anmachen. Dann sehen wir auch ein bisschen. Also, das passt eigentlich, meiner Meinung nach. Dann will ich, bevor wir weitermachen, einmal in Theresienkirchen. Ihr seht, das ist der Bereich, den ich dafür markiert habe. Einmal gucken, dass wir hier vielleicht einmal in die Bestimmungen gehen. Ich würde auf jeden Fall bewussten Energieverbrauch, Bremsschwellen auf jeden Fall. Dann Recycling, ja. Straßenrang, Parkgebühr auch. So, das machen wir auf Vollgas. Die können bitte hier oben parken. Da werden wir auch gleich eine Busroute setzen. Verbrennungsmotorverbot machen wir hier nicht. So, die können halt ordentlich blechen dafür. Wir könnten ansonsten den hier noch einmal, warte, der war da, den Knopf. Ich wollte mit dir das ganze Ding hier kopieren. Sehr gut. So, dann sollten wir aber auch tatsächlich gucken, dass wir hier noch irgendwas dran zwirbeln. Den setzen wir mal da oben hin. Das passt. Sehr gut. Die können wir auch, was hat man hier gemacht am Parkgebühr? So, auf die Parkgebühren machen wir dann hier runter, dass wir hier einfach das Ganze ein bisschen strukturiert hinkriegen. Haben wir die Parkgebühren hier erniedrigt. Ja. Passt. Gut. Sehr gut. Also, da geht's weiter. Und wir könnten alternativ übrigens auch das als, wisst ihr was? Wir könnten tatsächlich, das ist nur eine spontane Idee, hier noch was testen. Das machen wir gerade mal. Sagt mir dazu mal gleich eure, was? Ach so, ja, ja, ich habe da vorne, ja, alles klar. Sagt mir dazu gerne mal eure Meinung gleich. So. Ich weiß, du kommst da nicht weiter. Das werden wir abändern. Einmal dahin, so. Einmal dahin, so. Einmal da hinten lang. Und einmal, ach, verdammt, ich bin noch im Anarchie-Modus. Den machen wir mal aus. Einmal da lang. Weil er auch gefragt hatte, wie kriegen wir das am besten hin, dass bei den Fahrzeugen hier oder bei den, wie heißen die Dinger, diese Parkplatz, Parkmopolobels, keine Ahnung, diese Parkplatzteile, dass dort kein Stau entsteht. In meinen Augen am besten durch genau so eine Konstruktion hier. Und jetzt könnte man gucken, da hier so ein Sono-3-Spuren reingehen, dass wir die Straße auf 3 Spuren einschränken. Hoffentlich kriegen wir das hin, ohne, oh, dass ich alles mit Anarchie jetzt machen muss. So, genau. Und dann machen wir hier die Ampels weg. Eine Sache hier funktioniert ohne Anarchie. Perfekt. Gut. Den weg. Den weg. Genau. Da vorne kommen sie überall rüber. Ja,
das schaut doch gut aus. Und dann können sie hier nämlich reinfahren. Hier können sie reinfahren. Und dann können wir hier vorne noch mehr setzen. Und was wir jetzt noch bauen, die Busverbindung wollte ich auch noch machen, keine Sorge. Das machen wir auch noch. Was wir jetzt noch bauen, sind hier vorne auf, können wir uns jetzt Platz lassen. Ja, auf 10 Meter. So. Dann einmal. Ja, das sieht toll aus. Genau so muss das aussehen. Nicht. So, vielleicht machen wir das doch lieber ein Stückchen weiter. Okay, vielleicht machen wir das doch mit Anarchie. Das ist ja grausig. So, einmal nach da. Wo gibt es denn jetzt überlappende Objekte? Du einmal Anarchie benutzt, ey. Also das sieht wirklich maximal hässlich aus. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Und wenn wir dahin gehen. So. Und wenn wir den jetzt dahin setzen. Und jetzt einfach mal ganz fies. Zack, zack. Können wir den. Gibt es hier eine Möglichkeit, das Objekt hier rauszulöschen? Ich glaube nicht, ne? Ah, Mist. Schade, schade. Wir kriegen das nicht weg, ne? Wir kriegen das nicht weg. Es ist wirklich das kleine Teil da oben, ne? Tja, und wenn wir hier weitergehen... Ich will das so nicht haben, ey. Dann machen wir das lieber, dann mache ich das lieber ein bisschen schräg. Entschuldigt bitte, dass wir das schräg machen. Wirklich. Das ist eigentlich, ich finde das eigentlich schräg, ganz schrecklich. Aber so will ich das nicht haben. Das ist nicht, das ist einfach nicht hübsch. So, einmal dahin, dahin, fertig. Dann hat auch er hier jetzt Verbindungsprobleme, weil ich das mit Anarchie gebaut habe, ne? So, eigentlich wollte ich nur mal eben gerade schnell, nur mal eben schnell hier vorne etwas ganz, ganz, ganz Tolles schaffen. Tja, soviel zu dem Thema. Wir gehen einmal nach dort. Gehen einmal dort auf 10 Meter runter. Auf 0 Meter, zack. So, einmal dahin. Da würde ich jetzt mal den Snap ausmachen, das war so halbwegs. So, einmal dahin und einmal dahin. Und hier vorne bleiben wir auch dabei. Aber hier gehen wir direkt auf die Seite. Genau. Genau so. Okay. Sieht maximal unschön aus. Ach Gott. Ich werde das nochmal... Nee, pass mal auf. Wir werden das Ding nochmal bearbeiten. Das kann ich so nicht lassen. Das geht nicht. So, auf 10 Meter. Von da bis nach. Wenn wir da oben lang gehen. Oh, da geht's. Da. Daran. Und. Daran. Besser. Definitiv besser. So. So kommen die ganzen Leute jetzt auch endlich mal hier zum Parken hin. Und dann müssen wir natürlich noch einen Ausgang in die Richtung schaffen. Einmal nach unten. Das machen wir direkt da hinten ran. Schön langer Aufgang hier. Dass die Leute hier ganz bequem hochkommen. Dass sie auch von hier aus dahin kommen. Und dann könnten wir sogar den Aufgang hier sperren. Und die beiden, die werden wir jetzt einmal kopieren. Wenn ich das ganze Teil den kriegen sollte. Zack. Und einmal ohne Anarchie. Hoffentlich dort und dort mit ransetzen. So, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn wir das Parken schon so teuer machen, denen hier genug Parkalternativen in unserer Stadt zu bieten, dass die da auch wirklich reinkommen. Okay, ja, sehr cool. Das gefällt mir. Dann können sie hier weiter. Hier gibt es dann die Möglichkeit, einmal hier reinzufahren, hier rumzufahren, zu parken oder alternativ direkt wieder rauszukommen.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also, das sieht gut aus. Der zentrale Omnibusbahnhof sieht auch gut aus. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns auf jeden Fall um unsere Busse. Und ich würde auf jeden... Also, wir brauchen definitiv für schöne Haltestellenhäuschen. Und wir machen auch hier wieder ein paar mehr. Ihr kennt das von mir. Wir werden die erstmal verteilen. Und dann zum Schluss werden wir gucken, wie wir das wirklich planen hier mit unseren Haltestellen. Ich habe da so ein paar ganz grobe Ideen. Dann würde ich tatsächlich gucken, dass wir vielleicht hier nochmal einen haben. Hier in der Mitte nochmal einen. Dann hier nochmal einen. Und dann würde ich vielleicht da nochmal welche setzen und hier hochfahren. Dann dahin und dahin. So, dann machen wir an der Stelle noch einen. Ja, da müssen wir natürlich auch noch welche machen, ne? Ganz klar. Dies war ja Schmarrn. So. Ihr beide kommt weg. Gut. Das haben wir. Dann können wir hier einmal Busse einsetzen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, hatten wir hier hinten ein Busdepot? Wir hatten ein Recyclingzentrum. Dann sollten wir hier sicherheitshalber nochmal ein Busdepot setzen, damit die Busse auch von hier hinten kommen können. Da. Ja, das setzen wir nach ganz hier hinten hin. Das Umspannwerk ist unglücklich, weil gegenüber Busse parken. Ja, alles klar. Logisch. Natürlich. Mein Umspannwerk hat mir letztens auch gesagt, ich habe da letztens einen Bus gesehen, Chef. Da bin ich jetzt unglücklich. Da habe ich gleich, ne, also 10 kV weniger. Aber wenn das nochmal passiert, dann sind es 20. Freundchen, lass dir das gesagt sein. So nicht. Ja, ich habe es rausgeschmissen, das Umspannwerk. Wir beschäftigen jetzt einen Austauschdienstleister. Der macht das ganz passabel. Also jetzt mal ohne Witz, was ist denn bitte? Wieso gibst du beim Umspannwerk einen Daumen runter, wenn ich gegenüber ein Busdepot setze? Oh nein! Stromverbrauch! Um Gottes Willen! Okay, wird ja nur umgewandelt. Man kann ja nichts verbrauchen, aber... Das ist ja mein... Tut mir leid, dass ich mich da also beaufrege, dass ich das witzig finde, aber das finde ich wirklich... Das ist herrlich. Das ist super. Oh Leute. So, Buslinienwerkzeug. Also, wir fahren auf jeden Fall da lang. Dann würde ich sagen, fahren wir da lang. Dann fahren wir da lang. Dann da, 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 da. Dort, dort, da. Tja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde eigentlich auch gerne am Friedhof vorbeifahren. Dort, dort, da lang, da lang. Und jetzt können wir gerne... Tja, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist natürlich jetzt doof. Wir könnten... Ist im Prinzip egal, ne? So, wir fahren da nochmal ran. Und dann drehen wir im Kreiswecker um. Nee, das gefällt mir nicht. Aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht, ne? Wir könnten natürlich auch da nochmal rüberfahren. Nee, das ist irgendwie... das ist uncool. Wir machen das erstmal so. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Wenn ihr da eine bessere Idee habt, dann schreibt es gerne mal. Aber das ist ja... ist das hübsch, ey. Aber das ist natürlich irgendwo uncool. Und jetzt, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt den Sonnenuntergang mal beobachte in unserer wunderschönen neuen Stadt hier. Ist das toll. Und dazu ein Käffchen. Prost. Auf euch. Da kommt der erste Bus. Oh, Leute. Es ist einfach herrlich. Oder ist das nicht hübsch?
dem Sonnenuntergang entgegen hier in unserer neuen Siedlung. Einmal Oma besuchen. Also nicht, dass wir uns weiter stehen, ne? Hier vorne mit Oma, ne? Also nicht das, was ihr gedacht habt. Ihr Schlingel. Ach, toll. Ich mag das Spiel. Herrlich. So, gut. Das haben wir. Und ich würde sagen, die restlichen Sachen verbringen wir jetzt noch ein bisschen bei Nacht, dass wir unsere Stadt auch wirklich mal ein bisschen bei Nacht sehen. Ich habe ja extra für uns das Mondlicht ein bisschen heller gedreht. Und da muss ich mir wirklich nochmal Gedanken machen, wie ich das mache. Da bin ich noch nicht mit einverstanden mit der Lösung. Aber wir gehen da oben weiter und wollen jetzt die nächsten haben. Denn auch die sollen natürlich im Förstergrund die Möglichkeit haben, über die entsprechende Busverbindung, die jetzt hoffentlich so allmählich anläuft. Wartet, wir müssen tatsächlich mal den Bus 14, die müssen wir erstmal einrichten. Haltestellen 15, 8 Busse. Da würde ich tatsächlich sogar auf 10 Busse gehen. Ticketpreis natürlich 0. Und das ist die Buslinie B14. So. Da müssen wir mal checken. Passt das? 13, 14, ja. Ja, die ist relativ lang, aber ich will hier wirklich auch bewusst keine anderen Sachen haben. Das bleibt so. Ja, der soll einmal hier rumfahren im Förstergrund, dann hier vorne und dann fährt er einmal da hinten hin zum Zopf West, lässt die Leute raus, dann können sie in eine U-Bahn steigen und da hinten hin juckeln oder hier vorne einsteigen. 160 Minuten. Ja, gut, das ist halt, die brauchen halt jetzt eine ganze Zeit die Züge, ne? Guckt euch das an, wir können sogar noch mehr Züge reinpacken. Ah, da stehen wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Züge. Wo stehen die denn? Ist das wieder ein Bug? Nee. Nee, seht ihr, wir haben halt genug Züge. Die gehen jetzt halt auf die Bahn drauf und dann werden die sich mit der Zeit verteilen, ne? Das ist ähnlich wie mit den Bussen hier hinten, die jetzt hier allmählich kommen. Das sind übrigens Sachen, die ich nach wie vor vermisse, dass ich in den Buslinien so Komfortfunktionen aktivieren kann, wie du hältst hier zum Beispiel in dieser Endstation an und machst eine dynamische Routenkalkulation an oder. Das sind so Kleinigkeiten, die ich als Busunternehmer einfach gerne machen möchte. Und das ist in dem Spiel leider nicht möglich. Also liebe Modder, falls einer von euch zuguckt, so ein paar Komfortfunktionen aus Workers and Resources wären hier echt praktisch, damit eben diese Wartezeiten oder damit dieser Auflauf von Bussen so nicht passiert. Ja, das halte ich auch tatsächlich noch nach wie vor ein bisschen für unrealistisch. Da gibt es in meinen Augen bessere Möglichkeiten. Aber jetzt fahren wir mal mit dem ersten Bus. Naja, fast dem ersten Bus. Fahren wir mal hier, würde ich sagen, mal eine Runde mit. Einmal eine Runde durch unsere Stadt. Schon eine schöne Ecke hier, muss ich wirklich sagen. Ja, einfach direkt vorbeifahren. Da wohnt noch gar keiner. Ach, schaut mal, die fahren wirklich weiter. Seht ihr, das wusste ich auch noch nicht, dass die wirklich weiterfahren, wenn es hier nichts zu tun gibt. Nun denn! Gut, lasst uns weitermachen. Was ich auf jeden Fall heute noch machen will, ist definitiv die Busroute hier vorne. Und da müssen wir erstmal schauen, wo wir auf jeden Fall die Bushaltestellen-Schilder aufstellen. Also, auf jeden Fall die guten versetzt an der Seite. Ganz klar. So, dann möchte ich da eigentlich lang, also hier und da. Dann möchte ich eigentlich auch da anhalten. So. Dann möchte ich idealerweise da anhalten. Dann möchte ich gerne da möglicherweise nochmal anhalten. Gut, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn auf. Was hat er jetzt? Das macht jetzt keinen Sinn auf der Seite. Das ist sinnlos und dann will ich eigentlich da anhalten. So.
Dann fahren wir da runter, um dann da anzuhalten, um dann hier vorne nochmal anzuhalten. Das geht nicht. Zack. Um dann hier reinzufahren. Und dann hier rum wieder zurück. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Hier nochmal mittig. Da. Und dann so wieder zurück. So, versuchen wir das mal. Dann muss er wahrscheinlich auch hier rum, ne? Wir fangen erstmal an der Stelle an und dann gucken wir mal, wie wir zum Zopf kommen. Also, von da möchte ich nach da. Dahin. Wir müssen die linken Seiten mal löschen. Die machen hier keinen Sinn. So, von da. Ne. Von da. Nach da. Nach da. Dahin. Dann dahin. Dann dahin. Dort. 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 Da lang. Da lang. So. Tja, jetzt ist die große Frage. Wie kommen wir am besten? Oder wir gehen tatsächlich dann hier hin. So. Nee, pass mal auf. Doch, genau, wir machen das. Wir gehen einmal dahin. Dann gehen wir da lang. Zack. Und wieder daran. Ja, so machen wir das. Genau. Gut. So tun wir das. Das ist die B15. Wenn ich mich nicht irre. Gut. Da gibt es natürlich nicht allzu viel Auslastung. Die ist auch relativ lang. Da werden wir auch gleich mal 10 Fahrzeuge draufpacken. Da könnten es eventuell ein bisschen mehr werden. Kostenlos. Und B14 war, glaube ich, schon kostenlos, ne? Ja. Gut. Also. Jetzt starten hier hinten nochmal eine ganze Reihe Busse. Wir könnten die Route hier vielleicht mal farblich ändern. Dass wir hier vielleicht auf ein Rot gehen oder sowas. Einfach, dass wir hier auch die Busse unterscheiden können, wenn es die roten sind. Dann sind es die, die hier lang fahren. So haben wir zumindest hier eine gute Route getroffen. Wir könnten auf der Grausstraße hier vorne nochmal anhalten, bevor wir dann hier über die Autobahn einmal rüberhuschen. Das ist ja wirklich nur hier die Geradeausverbindung hier über den Kreisverkehr, Bergstraße wieder rein. Das sollte passen. Aber dann haben wir hier auch eine vernünftige Verbindung. Und hier ist irgendwas, was nicht passt, ne? Keine Straßenanbindung? Habe ich hier eine Bushaltestelle gebaut? Nee. Vielleicht können wir da mit einer Mod was machen. Ach, guck. Pass auf. Blub. Anarchie bitte. Zack. Das wird ja mal schlimmer, sag mal. Und Straße auch. Genau. Einmal da. Was zum Henker? Das wird immer schlimmer. Komm weg damit. Dann tut's mir leid, dann müsst ihr leider ausziehen. Das ist jetzt natürlich dann extrem doof gelaufen. Okay, sehr schön. Hier vorne sieht es gut aus. Da warten wir mal ab. Jetzt lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Und in der Zeit können wir noch ein paar andere Häuser setzen. Wir können hier vorne noch ein paar Einfamilienhäuser setzen. Das können wir durchaus mal machen. Mal sagen, was haben wir jetzt? Europäisch, die setzen wir hier hin. So, dann setzen wir noch ein paar amerikanische dahin. Oder gemischt auch, meinetwegen auch das. Die nächsten werden wieder europäisch. Gut, das haben wir. Dann haben wir, glaube ich, hier an der Seite noch die Möglichkeit, ein paar normale Häuser zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir immer gesagt hatten, aber wir bauen hier nochmal welche hin. Dann sind wir tatsächlich ganz gut mit dabei, Leute. Was haben wir denn jetzt hier vorne? Wir haben zum ersten Mal keine Häuser.
Sehr cool. Dann können wir hier mal ein paar weitere Gewerbegebiete setzen. Da unten an die Straße kommt nichts. Dann sind die auch voll. Wir könnten natürlich hier noch weitere Gewerbegebiete hinsetzen. Und Industrie will er jetzt auch haben, vor allen Dingen. Jo, kriegt er. Ich meine, Leute haben wir jetzt genug. Da sind wir ja dran. Zack. Zack. Und dann haben wir dieses auch so ziemlich voll jetzt. Hier vorne hatten wir hier eine U-Bahn. Ja, guck, genau hier vorne. Ja, sehr gut. Dann können sie hier auch direkt aussteigen. Das ist übrigens eine echt gute Sache. Da ist die U3 und die U9. Da haben wir auf jeden Fall jetzt genug Mitarbeiter. Wenn wir von den Theresienkirchen kommen oder aus dem Förstergrund, wir können uns ja mal ein paar Leute rausschnappen. Da bin ich mal gespannt. Die hier zum Beispiel, Bettelarm. Wo arbeitet denn Emil Mooshammer? So, mein Lieber. Arbeitgeber ist Tex Stellars. Das ist... Oh, er fährt tatsächlich hier hin. Wie kommt er denn da hin? Warte, 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 warte. Wie ist denn die Route? Was? Wie zum Henker? Was? Wie? Moment, stopp. Was? Wie kommt er denn da hin? Das ist ja spannend. Wo ist denn Emil? Weiter. Er ist gerade zu Hause, ne? Das würde mich ja mal interessieren, wie der zur Arbeit kommt. Ganz ehrlich. Ich würde vermuten, der geht in den Bus, fährt zum Zopp und vom Zopp fährt er... Jetzt gucken wir mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, doch, Grün hält noch, fährt noch einen weiter, glaube ich, bis hierhin, ne? Doch, genau. Bis dahin fährt er. Und dann wird er wahrscheinlich aussteigen und meine Vermutung ist, zu Fuß weitergehen. Ja, das passt doch. Ich weiß gar nicht, wie lange er da unterwegs ist. Falls Emil da ist, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob du zuschaust. Dann schreib das gerne mal in die Kommentare, wie du zur Arbeit kommst. Das würde mich wirklich mal interessieren. Okay, dann schauen wir hier hinten mal, ob hier alles Roger ist. Hier haben wir nämlich einen Unfall gesehen. Was ist hier passiert? Oh Gott. Jan Schröder. Oh. Ah, ist nichts Schlimmes passiert. Er ist einfach nur hier einmal über die Mittelinsel geknallt und steht jetzt hier drauf. Ja, ihm geht's gut. Ja. Ihm geht's gut, wo er wollte da hinten hin. Ach, nach Hause? Nee, zum Einkaufen. Fertignahrung um 24 Uhr. Ja, Mensch, das hast du jetzt verpasst, ne? Muss man ja mal sagen. Wo lebst du denn, mein Bester? Vielleicht kann ich dir irgendwo helfen. Wohnhaus ist in der Schwarzen Straße. Da. Ist aber auch nicht so weit, ne? Hier runter, da lang. Hättest du auch... Warum bist du hier lang gefahren? Darf er ja nicht, ne? Hm. Ah, klar, ja. Der wollte hier oben... Na klar, wir haben das ja extra so designt. Der wollte ja hier oben zum Parkplatz hin, ne? Hier auf dem Parkplatz. Und dann hier hinten ran. Hatten wir hier... Fußwege gemalt. Nee, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Da wollen wir einen Fußweg malen. Bis dahin. Dass Jan auch von hinten hier rankommt. So, ich hoffe, das funktioniert. Dass der auch von hinten hier rankommt, der gute Jan, in Zukunft. Und hier direkt ran kann, ne? Nicht, dass sie hier hinten raus müssen und dann hier lang, dass sie auch direkt an die Graustraße kommen. Und dann hier rein können. Gut, dann schauen wir nochmal, was wir machen. Mich mal interessieren. Hans Nerd Eriksson. Man hat mich eingestellt. Ist aber auch schon ganz schön alt. Schon ein Jahr alt. Warum passiert denn bei Hans nichts mehr? Sein Leben ist so langweilig, dass hier nichts passiert. Gut, ich bin halt Bürgermeister, ne? Also das ist halt, da muss halt nichts passieren. So, Gideon, mein Lieber, was machst du? Oh, Gideon, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Na Mensch. Ach, das freut mich doch, Gideon. Toll. Wo bist du gerade? Gut, ist klar, es ist 1 Uhr morgens. Der schläft gerade hier in seinem Häuschen. Das ist dein Häuschen, Gideon. Mensch.
Kannst du mal schreiben, welche Wohnung du da hast? Hier oben vielleicht so ein Loft oder sowas? Wie ist denn der Ausblick, wenn du hier wohnst? Können wir mal gucken. Wir können mal schauen, wenn der gute Gideon tatsächlich hier wohnen würde. Da oben. So. Das heißt, da, das wäre so sein Ausblick. Och, hat auch was, ne? Also, schlecht ist das jetzt nicht. Gideon, da hättest du es schlechter treffen können, muss ich sagen, ne? Also, boah, ist schon, aber schon ein weiter Weg zur Fachhochschule. Aber das hatten wir beim letzten Mal schon. Dann gucken wir uns nochmal den guten Daniel an. Bei dir passiert immer eine ganze Menge. Marian Mooshammer. Hast du Erik die Frau ausgespannt? Vom Januar 29. Ah, ist auch schon ein halbes Jahr alt. Ein Monat, ein Jahr. 6000 Leuten gefällt das. Und wie viel gefällt das, was ich mache? Auch 6000. Ja, wir haben alle sehr viele Freunde in dieser Stadt. Das ist gut. Und Gideon? Ach, schade. Naja, gut. Lassen wir es dabei. Marian Mooshammer, da. Tja, Daniel. Bist du immer noch in dem Zypressenweg am Leben? Hier vorne, ne? Ja. Sag mal, schreib das mal in die Kommentare. Gott, ist das laut hier, Leute. Sag mal. Okay, schreib das mal in die Kommentare, ob du den Gideon schon mal gesehen hast. Ich meine, du lebst ja, du wohnst ja hier in dem Haus. Und vielleicht ist der Gideon ja irgendwann schon mal vorbeigelaufen hier. Der geht ja hier lang. Hier irgendwo oder hier auf der Seite, man weiß es nicht. Und dann, ich bin vorbeigeflogen, hierhin zur Hochschule. Ja, schön, schön, Leute. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Es freut mich, es freut mich. Jetzt will ich tatsächlich einmal schauen, wie es hier am Zopf aussieht. Wie es mit der Auslastung... Ei, oh mei, oh Güte, was ist denn hier los? Du ahnst es nicht. Das wegen so ein paar Bussen. Ihr sollt doch... Was ist das denn? Ihr sollt doch da hinten rüber. Jetzt habe ich vergessen, hier das Ding wegzumachen. Den, wie heißt das? Fußweg. Die sollen doch bitte darüber. Hier, da oben. Da könnt ihr lang. Ihr sollt hier nicht die Straßen blockieren. So nicht, Freunde. So, was haben wir da für Leute? 13. Wahnsinn. Was so eine Busroute ausmacht, ne? Wir sind da drin, 18 Leute. Hä? Ach, der muss die Spur wechseln. Ah, ja. Verstanden. Du kannst ab. Alle mal abbiegen hier. Ab. So. Einmal Kontrolle. Ja, seh noch mal zu, dass du weiterkommst hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Oh, Leute, gut. Also, die sind alle voll, ne? Ja, top. Wunderbar. Alter Falter. Jetzt müssen wir hier. So, was hast du für einen Auftrag? Der steht hier. Das ist ja der Hammer. So, jetzt müssen wir. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Die Route müssen wir tatsächlich mal erweitern, war? B15. 93 WTF. Das ist ja der Hammer. So, volle Kapazität hier. 16 Busse. Boah. Ja, die wollen alle hier lang, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Unsere Umbaumaßnahmen sind mehr oder weniger erfolgreich. 81 Leute sind in einem 80-Leute-Bus drin. Ah, schön. Schön, schön. Ja, Mensch, das ist doch super. Unsere Maßnahmen laufen. Das freut mich. Wir gucken noch einmal hier rein. Es wird mehr, 200, okay, es wird mehr, fast. Nachts ist nachts, das ist so. Okay, wir sind bei 300.000 Leuten, die Busse fahren wieder. Das heißt aber auch, dass wir hoffentlich hier vorne ein bisschen weniger Traffic haben werden, was Autos angeht, weil die Leute jetzt mit dem Bus fahren. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich hoffe ihr auch. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.